So, mal geht's bei Let's Play PES 13 mit dem Spiel gegen Swansea City, ein Auswärtsspiel. Ja. Hoffen wir mal, dass es was bringt. 31. Spieltag. Und ja, Anstoß. Aufstellung wie das letzte Mal. Würde ich sagen. Es begrüßt Sie wohl Fuß und bei mir ist der Fußballexperte Hansi Küpper. Danke. Und also von diesen beiden Mannschaften los geht's. Wir uns eine Menge erwarten. Die Begegnung, die ist letzte Spieler doch ein Hattrick von Percy. Gewonnen. Der kommt nicht dran. Doch, der kommt sogar an. Gut abgewehrt, diese Flanke. Nani. Er hatte einige Optionen. Er hat hier definitiv die falsche. Van Persie, hier haben wir ihn. Hier haben wir ihn. Van Persie. Van Persie. Gut abgefangen. Okay, kein Foul. Er spielt den Ball weit vor. Das war doch ein Foul. Rooney. Pastore, Pastore! Ha, okay, riskante Abwehr. Man U beginnt furios, Kagawa. Niemand darf behaupten, dass der Torhüter in dieser Situation über sich hinauswachsen müsste. Was für eine Chance. Einwurf. Sie bekommen den Einwurf aus einer guten Position zugesprochen. Kagawa, Nani! Kommt nicht dran. Gibt Ecke. Nani, mit der Ecke. Er schlägt ihn rein. Evra! So frei, wie der steht, muss er eigentlich machen. So frei, wie er da steht, muss er eigentlich machen. Kann er problemlos annehmen, so viel Platz hat er hier. Sie spielen richtig gut und sie arbeiten richtig gut. Es bleibt zu hoffen, dass sie jetzt bald den Lohn bekommen. Raphael. Raphael. Rooney. Pastore. Rooney. Pastore. Einwurf. Sie spielen es zu schön. Zum Teil. Kagawa. Van Persie, Pablo, Moore, Pablo, Raphael mit dem Ballgewinn, Rooney, abgefangen, Evra, Nani. Van Persie! Okay. Furios. Das Tor. Denn die einfache Variante schafft er es nicht. Die schwierige Variante, da haut er ihn rein. Van Persie. Hier, Nani, Kagawa, Rooney. Und hier Van Persie. Hier. Die Variante macht er nicht rein. Aber hier den Seitvollzieher haut er dann rein. Komisch. Tja. Hier. Nochmal. Die einfache Möglichkeit versagt er. Aber dann die anspruchsvolle, die technisch anspruchsvolle Variante macht er rein. 1-0. Klasse. Neuer Spielstand. 1-0. 20. Minute. Pablo. Gegen Raphael. Ferdinand. Pablo Vidic. Starke Flugeinlage. Erst stürmt er von hinten heran wie ein Pfeil, dann liegt er Kagawa. Van Persie. Wichtig, dass er sich hat.
jetzt hat er Platz. Und er zieht ab. Gott, die legen ja los wie die Rooney! 2-0. Klasse, schnell gespielt. Außenkontert. Ich habe gar nicht gemeint, dass der den aus diesen Spitzenwinkel reinhaut. Hier, das war der Fehler. Hier der Fehler hier. Auf einmal hat er viel Platz, der Rooney. Haut ihn einfach rein. Hier auf einmal hat Pastore richtig viel Platz hier durch diesen Fehler hier von dem Abwehrspieler, der einfach vorbeiläuft. Auf einmal ist viel Platz und er hat die Ruhe und spielt. Kein Abseits, gleiche Höhe. Und spielt auf Rooney. Hier wird auf Abseits reklamiert. Und Rooney, ja, aber das muss man eigentlich dann schon halten. Ist die Torwart-Ecke. Eigentlich müsste man ihn schon halten. 2-0. Und damit steht's 2-0. Sie haben die Führung ausgebaut und wir stellen uns natürlich alle hier im Stadion die Frage, ist das schon die Entscheidung oder kann der Gegner nochmal zurückkommen? Und Van Persie. Und da ist Endstation. Ferdinand. Pablo. Jones, Raphael gegen Taylor. Raphael gewinnt. Young. Noch 15 Minuten in der ersten Halbzeit. Und jetzt Jones gegen Jung. Williams. Er flankt. Hier gibt's keine. Oho! Fast ein Eigentor. Fast ein Eigentor. Pastore. Jetzt bräuchte ein bisschen Unterstützung. Die kriegt er auch. Naja, nicht wirklich. Jones. Okay, das war fast ein Eigentor. Oh, Jones. Kriegt der gelb? Nee. War nichts. Ja, nicht ganz. Raphael. Wunderbare Kombination. Kagawa. Nani. Rooney. Rooney. Einfach drüber geschlänzt. Boah, Kagawa. Das wird zum Dauerproblem. Ihnen fehlt die Präzision. Ki Song-Jung. Pastore! Aha, okay, das ist kein Foul, oder was? Evra von Piazzi! Steht in der Mitte, aber. Abseits! Abseits! 40 Minuten gespielt, wir führen 2-0. Wann gibt's es denn mal? Eigentlich ein Rückpass. Der kommt richtig lang. Boah, fast. Und abgefangen. Die Summe. Versucht weiterzukommen. Aber es ist auch gut zu sehen, dass sich Rooney immer zurückfallen lässt. Und auch Van Persie, wenn die Gegner im Ball sind. Jetzt hat er die Chance zu flanken. Das ist das Ende der. Okay, 1-0. 2-0 natürlich. Okay, jetzt ist noch eine Menge Platz nach oben, sagt, keine Ahnung, wie heißt Wolf Fuß und, keine Ahnung, wer ist der zweite, Hellmann, Tom Bayer und Wolf Fuß, oder, nein, 2-1,
Okay, das war zu unkonzentriert. Definitiv. Ein Treffer fehlt ihm noch. Also wer gedacht hat, die Jungs sind besiegt, die kommen nicht mehr zurück, der ist jetzt zunächst mal eines Besseren belehrt. Sie sind wieder dran. Nani. Rooney. Gibt's hier das nächste Tor? Gibt's hier das nächste Tor? Nee. Hätte er früher abschließen sollen. Und jetzt der Konter. Einer ist in der Mitte, einer ist in der Mitte. Boah, er fliegt vorbei. Und er hat ihn. Pastore! Nee! Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Nee. Tate. Vidic. Herrlich anzusehen. Das ist gesundheitsgefährlich. Okay, gibt vielleicht sogar gelb. So ist es, gelb für Kagawa. Freistoß. Da kommt die Flanke. Mit der Stirn. Der Torwart ist auf dem Posten. Er kommt in Bedrängnis zum Abschluss. Das ist eigentlich stark, aber der Ball ist nicht drin. Van Persie. Das müssen sie schnell machen. Jetzt kann er es probieren. Rudy. Nee, Kagawa will sich hier durchwursteln. Nee, das geht nicht. Einwurf. Nani. Van Persie. Van Persie. Und Pastore reagiert zu spät. Da ist er dran. Er versucht ihn da durchzuspielen. Nani. Cornell hat ihn. Man muss halt früher schießen, Van Persie. Man muss einfach früher schießen. Pablo. Jones. Pastore. Van Persie. Nani! Nee, mach ihn halt einfach rein! Mach ihn halt einfach rein, das gibt's doch nicht. Lama kommt für Ki Sung Jung. Der Ball kommt durch. Er bekommt den Pass in guter Position. Pastore. Van Persie. Rooney. Rooney. Da fehlen nur Millimeter. Das wäre dann schon die Entscheidung gewesen. 3-1. Wer ist dann gestanden? Und jetzt ist noch Zeit zum Zittern. Er liegt in der Luft, aber leider wird er nicht belohnt. Da ist er traurig, völlig zu Recht. Es wäre ein Traumtor gewesen. Evra. Nani. Gut. Welbeck, komm für Kagawa. Der hatte schon gelb. Also verständlich, dass wir ihn rausnehmen.
Wie gesagt, die Aufstellungen, die Auswechslungen sind automatisch, dass ich sie nicht vergesse. Wellbeck. So macht man das. Nani. Schade. Boah, Wellbeck, das muss da eigentlich gelb geben, dunkelgelb. Müsste dunkelgelb geben. Giggs kommt bei uns für Raphael. Gibt auch gelb. Die Partie ist fast vorbei. Ein Treffer. Taylor. Abgefangen. Boah. 5 Minuten sind es noch. Das wäre dann der zweite Sieg mal wieder in Folge. Tate. Nani. Greift hier rechtzeitig durch. Rooney. Das kann Rooney. Gerade noch mal gut gegangen. Jetzt erstmal durchatmen. Wie hart er mit den Chancen. Abseits. Letzte Minute läuft. Zwei Minuten gibt's oben drauf. Evra will gelb kriegen dafür. Ja. Rangel mit dem Freistoß. Gibt nochmal die Chance, Evra, hau den raus. Von Persi und das bringt jetzt Zeit. Und aus ist! Dann doch noch über die Zeit gebracht. Swansea gewinnt nicht! Wir gewinnen gegen Swansea. Was sagt die Tabelle? Ja. Wir kommen nicht ran. Nee, gegen Manchester City. Manchester United gegen Manchester City. Okay, Chelsea ist auch nicht einfach gegen Barcelona. Naja, nicht gut. Viertelfinal-Hinspiel. Und auch noch ein Heimspiel. Scheiße, dann sage ich haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Killer Party.